Wir stellen fest, dass im Hadith drei Bedürfnisse des Menschen erwähnt, oder eigentlich zwei Bedürfnisse des Menschen erwähnt werden. Zwei oder drei, je nachdem, wie man das einteilt. Wir haben einmal das, ich nenne es mal das spirituelle Bedürfnis des Menschen. Das religiöse Bedürfnis. Beziehungsweise, eben wenn wir von Bedürfnissen reden, reden wir ja von teilweise auch von Schaden-Nutzen. Ein Bedürfnis ist ja, dass der Mensch etwas begehrt, das ihm nutzt, beziehungsweise eben etwas von sich abwehrt, das ihm schadet. Und wir haben hier einmal einen religiösen Aspekt, Abwehren von religiösen Schäden, Schäden, die also mit dem religiösen Teil des Menschen zu tun haben, das Spirituelle betreffen und nutzen. Das wurde als erstes erwähnt, und zwar hier in der Aussage von ihm. Ja, ibadi kullukum dal illa man hadaytu. Meine Diener, ihr seid alle herumirrend, außer dem, den ich leite. Und dann wird das materielle Bedürfnis des Menschen erwähnt, und zwar in Form von Ernährung und Kleidung. Kullukum ja'i' illa man at'amtu. Jeder von euch ist hungrig, außer dem, den ich speise oder ernähre. Dann das Gleiche mit der Kleidung. Das heißt, hier wird darauf hingewiesen, dass Allah Ta'ala weist den Menschen darauf hin, dass er sich sowohl in seinen spirituellen oder geistlichen Angelegenheiten, nicht fassbaren Angelegenheiten, aber als auch in den materiellen Angelegenheiten und Bedürfnissen, dass er sich zu ihm wendet und dass er von ihm darin abhängig ist. Selbst wenn er das oberflächlich nicht sieht. Weil oberflächlich sehen wir das nicht, zumindest nicht in den materiellen Angelegenheiten. Wir sehen das nicht, weil das alles mit einer Reihe von Ursachen und Wirkungsketten verbunden ist. Ja, wenn ein Kind oder ein Jugendlicher, der sieht, seine Mutter macht für ihn das Essen, sein Vater erwirbt das Essen, die Bauern, die pflanzen alles an. Also es ist so eine Kette von Wirkung und Ursache bis zu ihm, die Ernährung kommt. Obwohl man natürlich auch den eigenen Körper dazu zählen kann, weil mit dem Dasein des Essens ist ja noch nicht die Ernährung, der Prozess des Ernährens abgeschlossen. Er muss es ja zu sich aufnehmen, der Körper muss das verwerten. Das gehört ja auch noch alles dazu, aber das beachten wir meistens gar nicht. Also den eigenen Teil oder den Körper des Menschen, den übersieht der Mensch meistens. Also oft, was dies betrifft, ich nenne das mal jetzt Raffinesse, wie der Körper funktioniert und die ganzen komplexen Prozesse. Deswegen sagt Allah Ta'ala, سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقِّ oder حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ. Wir werden ihnen unsere Zeichen in den Afaq, in den Horizonten, also alles um dich herum, zeigen und in ihnen selbst, bis ihnen ersichtlich und klar ist, dass es die Wahrheit ist. Daher lassen wir das mal weg. Auf jeden Fall, der Mensch, der Jahil zumindest, durch die ganzen offensichtlichen materiellen Ketten von Wirkung und Ursache, übersieht er eigentlich den Ursprung all dieser Abläufe und Bewegungen. Allah Ta'ala ist ja der die Ursachen erschafft und auch die daraus resultierenden Wirkungen. Diese Kette muss ja einen Anfang haben. Genauso wie beim Schöpfungsprozess. Du kannst natürlich sagen, also dieses naive Denken, wenn man sich denkt, ja gut, ich bin entstanden durch meine Eltern durch ihre Eltern.
und ihre Eltern durch die Eltern davor. Ich kann es natürlich so weit immer zurückziehen. Und wer naiv ist, wird immer weiter, ja, bis ins Unendliche mit dieser Kette fortführen. Was natürlich logisch gesehen gar nicht möglich ist. Rein logisch gesehen ist das nicht möglich. Das nennt man auch infiniten Regress in der Logik oder Philosophie. Infiniter Regress bedeutet, dass eine ganz bestimmte Kette von Wirkung und Ursachen oder Ursachenwirkung unendlich weitergehen, ohne an einem Nullpunkt sozusagen oder einem Anfangspunkt zu enden. Tamam? Ja, logisch gesehen ist das nicht möglich. Ich hatte euch mal ein Beispiel gegeben im Aqida-Unterricht, wenn ihr euch erinnert, im Masjid war das. Da ging es um die Existenz Allah Ta'alas und dass die Existenz Allah Ta'alas eine logische Notwendigkeit ist. Das heißt, dass man die Existenz ohne ihn nicht erklären kann, ohne in logische oder in unlogische, ohne dass es zu unlogischen Konsequenzen führt. Ich hatte euch das Beispiel gegeben mit dem zum Tod Verurteilten. Erinnert ihr euch? Genau, das war wie folgt. Wir haben einen Häftling, der wurde verurteilt zu Tode. Die Vollstreckung der Todesstrafe ist aber nicht abhängig vom Henker. Der Henker braucht ja eine Genehmigung von dem, der über ihm ist. Und der über ihm ist, braucht eine Genehmigung von dem, der über ihn ist. Wenn wir das so ins Unendliche weiterführen, wenn wir uns einfach mal so denken jetzt, Unendlichkeit ist sowieso etwas, yani, wo der menschliche Verstand an seine Grenzen stößt, aber nehmen wir mal an, das geht immer weiter, so immer weiter, bis ins Unendliche. Wird der Mann dann irgendwann erhangen? Das wird nie passieren. Wenn er aber erhangen wurde, dann wissen wir, dass es irgendwann einen Nullpunkt gab, über den es keinen anderen mehr gab, dessen Zusage benötigt wird. Sah? Na.